Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehr Spieler gegen Dudeman. Mal sehen, was das Wetter jetzt wieder angestellt hat. Immerhin scheint er nicht seinen schweren Panzer jetzt auf unseren zu hetzen. Und hier hinten hat er auch ein wenig Schlamm. Drängen die Flak. Der bombardiert jetzt seine Bergwerke und klärt auf nebenbei. Gar nicht beim strategischen Bomberrumsen gehört, aber ich glaube kaum, dass er da zu Null rausgekommen ist auf eine Flak mit Bergwerken, die Flugabwehr haben. Auch nicht die Maximalstufe zugegeben. Er hat sich keinen Ort und hat wohl gesehen, was da in Innsbruck los ist. Okay, das ist aber soweit in Ordnung. Und jetzt die Bestbetter mit, ich will im Osten fliegen können. Hey, der dritte Zug am Stück, wo wir nicht wissen, ob man Perm jetzt beschießen kann oder nicht. Trubel, Trubel, Heiterkeit. Es ist mehr als frustrierend. IS-2 war das sonst nicht. IS-1 hat dann inzwischen auch die nächste Stufe vom Panzer. Okay, aber immerhin können wir uns bewegen und Großteile Europas liegen unter Schlamm. Wir im nächsten Zug irgendwann mal fliegen. Aber ich hätte ein bisschen übersprungen, was kriegen wir eigentlich? Panzer, Kanone, das. Sind die Züge eigentlich gelegt? Theoretisch habe ich den Eindruck, jederzeit müsste hier so ein riesiger Schwall Einheiten kommen. Aber immer ist es noch so das Timing, dass es eigentlich gar nicht so viel ist. Na gut, schauen wir uns das an. Seine Spezialeinheit hat jetzt nicht, wie befürchtet, hier gewütet, also oder beziehungsweise ist gelandet. Und dann läuft definitiv noch da oben rum. Würde ich hier mal gerne eine Befestigung einnehmen und du gehst vorübergehend da rein. Und du schaust den auch grimmig an. Ja, hier den Weg entlang wenig los. Aber man kann sich immerhin mal bewegen. Hat doch auch schon was. Können ja auch unsere 0-0s erreichen. Das ist jetzt schon unangenehm, also falls wir wirklich mit den Sowjets die nächste, stehen wir irgendwo dran an einem sowjetischen Panzer für die Theorie. Ersten Blick jetzt nicht, aber ja, das, ich glaube, er hat die nächste Stufe. Okay, Leute, den schicken wir hier vor, das Korps, würde ich sagen. Drei Sterne. Mal gespannt, ob der es, wie lange der es macht. Tarnaku, ja. Wie gesagt, wenn wir jetzt mal fliegen könnten, dem strategischen Bomber, dann würde das hier alles sehr viel besser funktionieren. Und dann kommt der Gewaltmarsch hinterher. Kann ich noch ganz knapp nicht mehr das Doppel-Akku. Der war jetzt vielleicht sogar einmal zu übereifrig. Aber das 3-Sterne-Korps wird schon überleben und der Panzer gehe ich jetzt zumindest auch mal stark von aus. Aber hier, ja, da war Partisan. Zur Not müssen wir sehen, dass sie uns da irgendwie ziehen. Das Korps kommt zurück, sonst geht die Armee auch schon mal, nicht die Armee. Der Korps nach Kubischew und du gehst mal nach da hinten. Hast du eine 8? Sag bitte nicht, dass ihr euch jetzt wieder falsch rum supportet, weil wo solltest du sonst eine 8 haben? Du sollst, wenn, dann
Stehen, das ist immer wieder, was ich liebe bei Hauptquartieren. Wenn das so nicht wirklich funktioniert. Ich hier mal ein wenig umgucken. Hinten da stehen die Hauptquartiere. Ja. Was? Mir wäre es noch lieber, wenn du den unterstellst, weil dann hat er direkt hier sehr viel mehr Bereitschaft. Man hat den Ort unten halten, aber das bringt es jetzt auch nicht so sehr. Den unten halten, aber das Wichtige wären ja eigentlich die Panzer. Aber wenn wir vorziehen, stehen wir da in offenem Gelände. Versorgung von 5 und dann werden die aber reinhauen. Was wir brauchen, ist endlich mal die Frage, ob wir mit dem strategischen Bomber Perm vernünftig angreifen können. Und wir könnten es sonst auch jetzt tun, aber dann weiß er im Zweifel, was los ist. Oder wir machen es nur einmal und tarnen das als so eine Art Aufklärungsflug. Man macht halt nur keinen Schaden. Ja, ein. Warte, dann fliegen wir aber auch mal hier drüben hin, damit wir Aufklärungsflüge aussehen. Da ist sogar keiner drin. Der Kuh hier braucht er für sein Doppel-HQ-System. 6, der geht auf 7. 6, 5, 4. Oh, vielleicht haben wir gerade sein Doppel-HQ-System gestört, aber. Er hat in Perm die Luftabwehr. Den müssten wir heftig runterbomben. Dann bricht ja alles noch nicht total zusammen, aber wird richtig schwach. Und deswegen ärgert mich das total, dass wir jetzt 3 Runden schon nicht darauf fliegen konnten. Und seinen Zügen eigentlich immer das Wetter klar war für Flugaktionen. Ja, was macht die anderen? Hier riskieren noch einen. Übrigens, mir wäre es schon lieb, wenn das Haku mit 3 Sternen. Jeder andere hat den höheren Befehlszauberwert, aber trotzdem den 3 Sternen, der kennt sogar da schon auf 1-1. Das nicht so den Unterschied macht. Ja, ich wollte nur, dass die sich schnell noch ihren Schaden abholen. Oder vielleicht erwischt du ja das Haku da unten. Mal komplett heilen. Man auf 1-0, wobei die Frage ist, ob sich das wirklich lohnt. Na komm, hol dir deinen Schaden ab. Sogar gut gegangen. Tja, was macht ihr oben sonst noch? Könnten dir die Elite-Stärke verpassen? Hoffentlich auch, ja. Den 3-Sterne-Typen. Wirst du auch bitter benötigen gegen die Panzer da. Und ich will nicht, dass der 4. Zug hintereinander, weil das ärgerlich ist halt, wenn wir Perm abschießen, das hat nicht mehr eine Hauptstadt angeschlossen. Per Eisenbahn. Die ganzen Bergwerke fallen. So auf die Hälfte oder so. Ganze sowjetische Wirtschaft würde einen riesigen Knick nach unten kriegen. Und wir könnten wieder ein bisschen Morgenluft schnuppern, aber das Wetter ist leider seit 3... Ich merke halt schon Weichen darüber, weiß ich auch. Ich muss gleich mal was anderes machen. Aber es ist halt besonders ärgerlich gerade, weil auch schon in seinen letzten 2 Zügen einmal war Schlamm, einmal war überhaupt nichts und bei uns schlägt es immer zu. Und in so einer entscheidenden Spielphase ist das einfach nur mehr als ärgerlich. Ja, was machen wir mit dir? Wahrscheinlich auch vorrücken lassen. Selbst wenn du da drüben dann nicht ganz top versorgt bist. Irgendwie versuchen reinzukommen, dann haben wir noch dich. Du kannst vielleicht für die Optik ein bisschen Grenzschiebungen treiben. Wobei da ist eh die Befestigung im Weg. Das ist auch nicht übertreiben. Oh, das gehst dir mal ganz frech, ob du den Ort wieder kriegst. Natürlich irgendwie finden, der auch nach Charke freien kann. Schon wieder muss man sich Einheiten finden. Was erzählt? Nach Saratov.
Jetzt auf den anderen Ort. Muss man wieder zig Einheiten finden, die irgendwo reinlaufen können. Mal wieder kein anderer kann. Er wird aller Voraussicht nach bald drauf gehen. Aber die Gegner sind so unterversorgt und du verschanzt, dass ich mir sogar fast ausrechne, mit den Infanteriewaffen vielleicht wenigstens ein bisschen mitmachen kannst. Und die Korps müssen hier ihre Positionen halten. Hier weiter, ja. Hier. Lamm liegt halt. Und der hat dahinter Panzer und alles Mögliche. Es wäre also, sag ich mal, auch nicht verkehrt, wenn wir in unseren Positionen bleiben und uns ein wenig verschanzen. Weil sobald das hier losgeht, wird das sehr schnell sehr unangenehm. So, die Flak. Mit miserablen Versorgungswerten. Ein Falli drüber springen und diesen Tod, aber die haben echt miese Werte. Vielleicht überlebt die Flak das sogar noch ein Zug. Ist ja jetzt nicht so teuer. Und wenn du schon minimal Schaden auf die Armeen mitmachst, lohnt sich das ja fast auch schon wirtschaftlich. Bomber da sollte raus, wenn wir irgendjemanden finden, der da rein kann. Das wird ja der Running Gag. Athen steht auch noch leer. Vielleicht finden wir jemanden, der da rein kann. Naja, was stellen die Westalliierten so Feines an? Ein kleiner Flug hier. Und bei den Briten. Wir haben noch nicht das weiterentwickelte Flugzeug 5. Das wollte ich eigentlich gerne wissen. Dann erreichen wir das vielleicht zumindest zu ähnlichen Zeiten. Wer ist gerade von euch gut drauf? Klär mal ein bisschen hier direkt vor der Position auf. Obwohl, der käme mit am weitesten rein. Wieder zahllose Flugzeuge, seine Panzer. Aber da jetzt reinzugehen, der Schlamm hält uns ja auch selbst meilenweit auf. Jetzt überzogen. Wir könnten ein bisschen auf das Korps schießen. Ich glaube, ich habe mit dem letztes Mal gar nicht geschossen. In einen Panzer. Eigentlich müsste hier vorne zur Deckung auch noch mal jemand hin, falls man irgendwo jemanden auftreibt. Nur mal entspannt teilen dich ein, wir auch. Ja, und ansonsten bleibt hier in euren Defensivpositionen und wartet auf besseres Wetter, weil wenn ihr angreift, fahrt hier über die... Aber dann kommt ihr auch nicht wirklich zurück. Wenn ihr nicht zurück in die Befestigung kommt, habt ihr hier aber sehr schnell ein sehr großes Problem. Wir müssen hier ein bisschen unsere Bergwerke besser schützen. Ach, wir haben ja noch die rumänische Armee fast ganz vergessen. So, wenn er natürlich hier reinkommt, ist das auch nicht so ganz das Wahre. Weil da schon München ist und wäre auch nicht so toll, wenn das fällt. Deswegen von unseren neuen Einheiten, du gehst vielleicht mal zur Seite. Die Eroberung Innsbrucks wäre ja nicht ganz das Wahre. Vielleicht macht die Flak das noch einen Zug, wenn der Winter anhält. Aber ansonsten kriegt ihr erstmal. Die kommen zwar im nächsten Zug sowieso alle auch wieder weg. Aber für den Moment, auch mit Blick auf den falschen Mega, haltet halt hier in der Nähe Orte. Wenn ihr den Ort erobert, habt ihr ja dann auch eine Artillerie mit. Das wird schon. Jetzt war da eine drastische Zahl von Orten, wo man eigentlich noch jemanden vorbeibringen müsste, hatte ich den Eindruck. Da rein. Mal da reingehen könnte der ein bisschen laufen. Oder wenn wir hier vorne noch jemanden hinbringen, der einfach mal diese Distanz läuft, das wäre auch lustig. Tja, aber wen haben wir schon? Oder den Bomber würde ich eigentlich auch gerne ziehen. Irgendwo anders hin.
Vielleicht war das Deckung Belgrads doch übertrieben, oder? 2, hier. 8, 10, 12. Ja, so weit kommt der. Und nimmer, das war vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Aber du nimmst den mit. Du musst dann hier in der Hauptstadt aufpassen. Haben wir die Armee, die würde ich sagen auch zum rumänischen Hauptquartier mitgeht. Wie gesagt, wenn das hier erstmal losgeht, wird man über jede Einheit froh sein, die da ist. Mal überlegen, ob wir das hier nicht noch umstellen, dass das... Aber jetzt im Stamm geht das nicht. Ist es wirklich sicher, hier eine Garnison zu halten? Falls er irgendwie von hier mit seinen Fallschirmjägern kommt, Rostov erobert, dann sähe das aber auch wieder sehr schnell sehr düster aus. Naja, vielleicht bringen wir die rumänische Armee dahin. Oder das deutsche Korps, wenn der weg ist und die rumänische Armee... Aber das ist auch ein bisschen... Oder nee, die geht vielleicht wirklich nach Rostov. Durch der noch irgendwo hin könnte. Da zum Beispiel rein. Auch wieder Stichwort Fallschirmjäger. Und du sicherst jetzt hier ab. Ehe da irgendwas passiert. Hier würde ich eigentlich auch mal gerne die Grenze rauflaufen. Na ja, warte, hier unten die Garnison ist ja frei. Die hat ja die Orte zurückgeholt. Um Sichtweite zu haben. Falls er da irgendwie was machen will. Ich meine, das ungarische Akku ist noch da. Und liefert da auch noch ganz gut Versorgung hin. Aber wir müssen auf jeden Fall das Teilstück da überall halten, damit wir mit der Bahn durchkommen. So, du kannst endlich mal da durchlaufen. Du kommst nicht. Ja, dann kannst du gleich darunter weiterlaufen. Überall fehlt. Was für ein Stress. Boah, immerhin. Ich meine, wir haben hier auch mal den nächsten Ort erreicht. Ist ja auch nicht schlecht. Und wenn du mal mit dem Fallschirmjäger auf Spaß da reinspringen, dann siehst du für dich hier vorne aber doch wieder düster aus. Wie gesagt, man müsste eigentlich hier noch lang. Zahlst du da eigentlich 2 Punkte? Achso, wahrscheinlich wegen dem Wetter. Ich sag, du kämst nicht zurück. Wir haben ja zwischen Kontrollzone und dann rollt der uns hier rein. Und um dem irgendwie zu widerstehen, musst du halt verschanzt sein. Da können wir noch irgendwie einen auftreiben, der hier einfach nur läuft und das so ein bisschen gefährlich aussehen lässt. Das einfach nur ist, ob man hier noch irgendjemanden findet. In Volksturm aus München, die sich bereit haben, die Stadt bis zuletzt zu verteidigen. Die werden jetzt irgendwo im fernen Osten eingesetzt. Und holen hier mal ein bisschen Land und gucken, wie weit sie so kommen. Und alles, was ich hören will, ist, dass wir im nächsten Zug vernünftig fliegen können. Und das nicht zum, weiß ich, wievielten Mal alles blockiert ist. Und theoretisch könnte es zumindest sein, dass wir seine Versorgung hier ein bisschen geschwächt haben für den nächsten Zug, dadurch, dass der Ort getroffen wurde. Praktisch bin ich gerade so auf Perm fokussiert, dass ich den Rest nicht komplett durchrechne. So, der Pio war fertig. Aber schon jetzt haben wir nicht mehr genügend Einheiten, alle Befestigungen zu besetzen. Ist auch nicht gerade gesund. Ja. Sei auf dem Chor, ist das so mein öffentlichen irgendwie für 150. Ich glaube, die Spezialeinheit ist teuer. Ja. Wir machen ja mehr. Es könnte sich unter dem Gesichtspunkt schon lohnen, aber sonst
Lassen wir das, ihr. Bleibt ihr alle schön verschanzt in euren Positionen. Und wir schauen mal. Also, was haben wir noch auf der Liste? Die Armee muss wiederkommen, wenn sie schon reduziert ist. Mittleren Bomber könnten wir sonst auch noch wieder gebrauchen. Und da ist das Geld weg. Rumänische Armee. Ja, die, wo ich mich gewundert habe, dass er sie nicht eingekesselt hat. Oder wenn wir ein bisschen auf Masse gehen mit den Chor, weil man merkt ja jetzt schon, dass es jede, an jeder Ecke nicht reicht. Und wir könnten statt einer Armee und einem auch drei. Ich würde ja auch mal die Spezialeinheit und hier vielleicht noch eine lustige Operation. Man ergibt irgendwie hinter die Linien, wenn man den mit den Fliegern das aufklärt. Sonst noch Landungen, die vernünftig wären. Hier ist seitlich rein. Aber nicht vernünftig, glaube ich. Gibt es halt gar nicht mehr so viel. Ja, vielleicht die Spezialeinheit dann auch nicht so viel Priorität. Also wir nehmen sonst drei Core-Einheiten. Weil der letzte, glaube ich, nicht volle Ausrüstung kriegt. Der letzte kriegt, der kann in den Osten. Da braucht man die Luftabwehr gemeinhin sowieso noch nicht so dringend. Dass wir ein bisschen mehr Masse auf dem Feld haben. Und jetzt hoffe ich langsam wirklich mal, dass dieser Zug eintreten möge, wo wir die drei Panzer kriegen. Noch eine Armee, was haben wir da noch? Mechanisierten Panzerarmee. Ein Schirmjäger. Und hier, das sind die drei anderen Chor. Wir brauchen wieder mehr Masse. Was schnell. Und hier ist jetzt keiner. Das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Die haben zwar einen Fluss und eine annehmbare Verschanzung. Aber das Eisenbahngeschütz. Vor allem das Flugzeug dahinter. Oder du gehst mal zur Fluggruppe hier drüben zurück. Das Akku-Stell ist auch nicht viel gesünder, aber gut. Und dann kannst du hier drüben übrigens wieder eine 10 ausgeben, weil du jetzt nah genug an Paris bist. Wovon die hier noch ein bisschen profitieren. Ja, da stehen seine Schiffe. Da steht noch die Bismarck, die ist auch noch da. Aber mal Geld haben, die zu reparieren. Gut, ich denke, wir können den Zug beenden und einfach mal festhalten, wehe, er hat in seinem Zug gutes Wetter und wir haben wieder nur schlechtes Wetter. Das einfach mal ganz nüchtern und neutral festhalten, weil sonst könnten wir PM runterschießen und dann geht es den Sowjets richtig schlecht. Laufen wir hier noch ein bisschen lang, bringt da irgendwo den Fallschirmjäger mit dem Langstreckenflugzeug rein. Wie weit kann man springen von hier? Hier ist ja noch. Hier ist offen. Mal sehen, wenn man hier irgendwo einen Gewaltmarsch macht und ein paar Felder bis hierhin kriegt. Keine Ahnung, wenn man hier springt. 1, 2, 3, hier. 7, 8. Ja, 8 haben wir, glaube ich. Das wird nicht reichen. Man müsste irgendwie auf den Hügel rauf. Oder wenn man von hier ist, irgendwie hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gibt's Möglichkeiten. Aber das Wetter muss jetzt mal mitmachen. Wehe es. Ich habe es wie häufiger wiederholt. Aber wehe es ist nächstes Mal der vierte Zug hintereinander, wo man nicht vernünftig mit dem Ding fliegen kann. Das doch längst schon kaputt schießen können. Falls sie wirklich den Panzer 4 haben, ist unsere Stufe 5 leider noch auf halbem Wege weg. Ja. Ja, der Tschechoslowakei. Raketenwaffen 2. Amphibische 5. Naja, mein, für die Alliierten hier ist das Wetter schon mal schlecht. Wir kriegen ein paar Punkte rein. Ja, und dann
An dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.